Moin, moin, meine Freunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Elden Ring Podcast. Heute sind wir dabei mit dem Thema Bosse und Level Design in Elden Ring. Und heute haben wir auch noch wieder einen neuen Gast dabei, und zwar den guten Smatorias. Hallo. Hallihallo, freut mich hier zu sein. Ja, und ich würde sagen, wir fangen sofort an, und zwar mit der allerersten Frage, und zwar: Gibt es weiterhin, so wie in Sekiro, Checkpoints vor den Bossen, oder werden wir wieder, so wie in Dark Souls und Bloodborne, einen etwas längeren Weg zum Boss gehen? Und da würde ich erstmal dich fragen, was ist denn deine Meinung dazu? Also meine Meinung wäre, dass man in Elden Ring so ein Mittelding dazu erschaffen könnte. Dass man vielleicht bei sehr schweren Bossen, die frustrierend für viele Spieler sein können, einen Checkpoint vor dem Boss setzen können. Oder am Ende gibt es vielleicht auch so einen nervigen Gimmick-Bosskampf wie in Dark Souls 1 mit den Chaoswesen von Izalith, wo der Weg halt auch extrem lang ist für einen Boss, wo man, wenn man Pech hat, auch gleich nach 3 Sekunden wieder stirbt. Das war halt echt nervig. Aber ich habe auch kein Problem mit längeren Wegen, wenn es auch solche durchschnittlichen Bosse sind, also vom Schwierigkeitsgrad gesehen, nicht von der Qualität. Nehmen wir mal Ornstein und Smaug, da fand ich den Weg jetzt auch nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang. Und wenn man halt über die Treppe gesprungen ist, ging das ja auch relativ fix. Ich würde auf jeden Fall wollen, dass man so ein Zwischending dazu erschaffen könnte und nicht immer, keine Ahnung, 3 Meter laufen muss. Bei Elfriede wäre es zum Beispiel eine Ausnahme, da möchte ich schon gerne, dass mein Leuchtfeuer direkt vor dem Bosstor ist. Und ja, und vor allem durch die schöne offene Welt von Elden Ring, die wir, denke ich, erwarten können, möchte ich halt schon gerne ab und zu mir diese Welt öfter anschauen können, wenn ich immer wieder meinen Weg zum Boss in Beschlag nehme. Ja, das sehe ich auf jeden Fall ganz ähnlich. Und zwar war es für mich in Sekiro zwar echt erfrischend, mal nicht dauerhaft den ewigen langen Weg einfach zu gehen bis zum Boss. Und das hat es so ein bisschen für mich, die Bossfights so ein bisschen entspannter gemacht und ein bisschen weniger Frust, also so frustfreier gemacht. Aber teilweise hat das auch so ein bisschen den Charme genommen, fand ich. Also es gehörte auch schon dazu, bis zum Boss zu laufen. Also dieser Weg zum Boss war auch eine gewisse Erfahrung, die man so gemacht hat und die einfach dazugehörte zum Bossfight im Prinzip. Das war so ein, das gehört ja dazu. Deswegen sehe ich das auch eigentlich ganz ähnlich, dass man so zwei verschiedene Sachen machen, also halt, also nicht unbedingt zwei verschiedene Sachen, sondern halt das so ein bisschen kombinieren sollte. Und ich würde auch sagen, wenn es ein etwas längerer Weg ist, den man dann zum Boss gehen muss, dass es aber auch dann die Möglichkeit gibt, ein sozusagen Shortcut freizuschalten. Das war jetzt auch schon oft in Dark Souls und so, aber nicht unbedingt immer, glaube ich. Und ich finde, dass man in Elden Ring, dass man, wenn man dann auch einen deutlich längeren Weg laufen muss, dass halt auch wirklich immer die Möglichkeit da ist, ein Checkpoint, nicht ein Checkpoint, sondern ein Shortcut zu einem Checkpoint halt oder zu einem Bonfire oder was auch immer es dann in Elden Ring geben wird, halt freizuschalten, sodass man wirklich diesen Weg halt auch umgehen kann. Und also das wäre für mich auf jeden Fall ganz wichtig, weil das doch schon manchmal frustrierend sein kann, den Weg sehr oft zu laufen. Besonders auch für neue Spieler. Und für neue Spieler ist halt auch, glaube ich, deswegen vielleicht auch Sekiro gar nicht so schlecht zum Einstieg gewesen. Aber auf jeden Fall, wenn wir auch schon bei Sekiro sind, können wir auch sofort weitergehen zum wirklichen Bossfight jetzt. Und zwar ist in Sekiro etwas eingeführt worden, was sehr wichtig ist für Sekiro, und das war die Vertikalität. Also man konnte ja springen. Das konnte man ja vorher nicht. So, und jetzt in Elden Ring, wird das jetzt beibehalten oder wird in Elden Ring das ein etwas weniger sein mit der Vertikalität der Bosse, oder wird das ähnlich sein zu Sekiro oder eher ähnlich sein zu Dark Souls? Also, ich habe ja bei Elden Ring ja immer wieder gelesen, dass es ja wie so das ultimative Dark Souls ist. Aber ich möchte auf jeden Fall meinen Sprungknopf haben. Das wäre einfach so revolutionierend für Dark Souls, weil nachdem ich Dark Souls gespielt habe, habe ich in jedem anderen Spiel ja die Sprungknöpfe gelernt, sehr zu wertschätzen. Und in Sekiro fand ich das wirklich super. Und das hat auch das Kampfsystem meiner Meinung nach auch wirklich noch um eine Stufe besser gemacht, wenn man auch diese Rundumschläge dann quasi pariert hat, indem man einfach hochgesprungen ist und dann einen Tritt auf den Kopf gemacht hat. Das fand ich ziemlich cool.
Und in Elden Ring würde ich halt schon gerne einen Sprungknopf haben, weil Sekiro ja quasi den Grundstein dafür gelegt hat. Auch wenn jetzt ein Sprungknopf jetzt auch nichts revolutionierend in der Gaming-Historie ist, ist es doch für Dark Souls, denke ich, schon ein ziemlich ultimatives Upgrade in der Steuerung, weil man hat ja immer diese nervige Tastenkombination bei Dark Souls, wenn man immer versucht, über eine Schlucht zu springen, wie zum Beispiel in Dark Souls 1, wenn man mit dem Feuerbannschrein ist und zum Händler möchte und dann über diese Mauer springen muss oder über Mauer, so eine kleine Schlucht ist. Und da kann man es auch relativ schnell verkacken, weil wenn ich in Dark Souls sterbe, dann immer an irgendwelchen versauten Sprüngen und nicht bei Gegnern. Und deswegen würde ich auf jeden Fall wollen, dass Elden Ring einen Sprungknopf hat. Das okay. Sprungkopf haben ist ja schon mal gut. Also also ich glaube auch nicht, dass sie ein Stück zurück machen werden und den Sprungkopf rausnehmen werden. Aber wie genau sieht das dann halt bei den Bossen aus? Weil das Problem ist halt, ich kann mir halt teilweise schwierig Dark Souls mit Springen vorstellen. Also, wenn ich mir das Sekiro ist ein eigenes Spiel, so eine eigene Abzweigung von den von dem From Software, ne, ist nur eine eigene Abzweigung, die gegangen sind. Und das hat halt auch perfekt reingepasst mit dem Springen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, das ist halt ein Dark Souls, so sozusagen vom Gameplay her mit Springen, dann wirkt das so ein bisschen, ja, wenn man als schwerer Ritter dann hochspringt oder irgendwas macht und dann zum Beispiel bei einem Boss auf seinen Kopf springt und dann halt so wieder diesen Salto macht und dann wieder runterspringt und solche Sachen, wird das nicht irgendwie vielleicht unpassend wirken in Elden Ring? Auf jeden Fall kann ich dich sehr gut verstehen. Und wenn ich auch selbst so darüber nachdenke, ist das ja jetzt nicht unbedingt ganz realistisch. Da gebe ich schon absolut recht, weil nehmen wir mal an, es gäbe in Elden Ring eine Rüstung, die ja so dasselbe Gewichtsverhältnis hat wie die Havel-Rüstung. Da würde halt so ein leichtfüßiger Sprung wie in Sekiro sehr komisch aussehen. Vielleicht würde es dort gegebenenfalls andere Wege geben, wie man dort eine gewisse Vertikalität in die Kämpfe einführen kann, das traue ich From Software zu. Aber quasi so ein simpler Sprungknopf, wie es in Sekiro ist, wenn man halt so richtig leichtfüßig sehr hoch springen kann, würde es, denke ich, in Elden Ring nicht in dieser Form geben. Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass es dementsprechend variiert, was du halt trägst, wie halt in Dark Souls, dass du halt ab einem gewissen Gewichtsverhältnis halt eine normale Rolle hast, eine Fat Roll oder halt eine Fast Roll. Kann ich mir auch so vorstellen, Elden Ring. Aber es ist auf jeden Fall berechtigt, das so zu bedenken, weil natürlich eine schwere Rüstung, damit kann man jetzt nicht leichtfüßig rumhüpfen durch die Gegend. Auch wenn es sicher lustig vom Sehen wäre. Aber ich denke, es wird auch den gewissen Ernst aus der Welt herausnehmen, wenn man dort springende Ritter hat. Ja, das wäre ein bisschen weird, ja. Aber zum Beispiel auch soll ja Elden Ring laut ein paar Leaks so ein bisschen von den Bossen und generell von der Welt ja ähnlich wie Shadow of the Colossus sein. Das heißt, generell, Shadow of the Colossus hat ja sehr viele Höhen und Tiefen. Also man fühlt sich ja so ein bisschen, man ist ja mini in der Welt und die Bosse sind ja riesengroß und solche Sachen. Und deswegen, wenn man dann beispielsweise, dann hat man ja schon eine riesige Höhe. Das heißt, wenn man das jetzt auch wieder mit der Vertikalität vielleicht verbindet, dass wir vielleicht keine direkte, nicht so viel Springen haben, sondern halt verschiedene Ebenen von Fights sozusagen haben, dass wir, wenn der Boss wirklich so groß ist, dass man natürlich, wenn man unten steht und nur an seinem Zeh kratzt, dass man halt irgendwie die Möglichkeit bekommt, auf den Boss halt sozusagen drauf zu kommen, wenn wir davon ausgehen, dass es wirklich so einen großen Boss gibt wie in Shadow of the Colossus, also diesen ja ri wirklich riesengroß, dann ist vielleicht Vertikalität, wenn man, dass sie es halt nicht unbedingt vielleicht nur durch Springen schaffen, sondern generell einfach durch Größe der Bosse und durch Position vom eigenen Spieler. Also dass man sich die eigene Position des Spielers sich verändert. Also dass man beispielsweise die Möglichkeit hat, auf einen Boss zu klettern oder irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall verstehe ich, worauf du hinaus möchtest. Ja, die Bosse in Shadow of the Colossus sind wirklich gigantisch. Ich meine, ich würde jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass alle Bosse in Elden Ring jetzt so ein Größenverhältnis hätten, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es in Elden Ring einen Boss gäbe, der so ein Größenverhältnis hat, wo es wirklich mal einen einzigartigen, wirklich gigantischen Boss gibt, der größer ist als alle großen Bosse in der Souls-Reihe, wie den uralten Drachen Mithir oder Yor. Das könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, aber ich würde es jetzt nicht verbrauchen vom Konzept her, jedenfalls in Elden Ring. Ich glaube nicht, dass jetzt alle Bosse dieses Größenverhältnis hätten, weil es ja vielleicht auch sogar vom Gameplay her dann
denke ich, immer mehr vom selben wäre als etwas Unterschiedliches. Ich weiß, dass die Bosse in Shadow of the Colossus ja so eine verschiedene Herangehensweise erfordern, soweit ich weiß. Ich habe das Spiel nie gespielt. Aber ich, auf jeden Fall Inspiration von dem Spiel kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Vor allem, weil, was ich ja dort gesehen habe, sehr ansprechend finde. Ja, definitiv. Also, das sehe ich auch ähnlich. Ich weiß nur nicht, mittlerweile hat sich für mich so ein Bild von Elden Ring gegeben, dass es halt wirklich auch wirklich in viele Höhen geht. Nicht unbedingt auch nur in Bossfights, natürlich auch von Umgebung und Open World. Aber das ist ja jetzt was anderes. Aber da ist definitiv auch durch diese verschiedenen Höhen und Tiefen, wenn wir uns jetzt überlegen, wirklich, dass Shadow of the Colossus schon so eine starke Inspiration wäre für Elden Ring. Und wir wissen ja auch, dass in Elden Ring Open Field eine große Rolle spielt, ne? Also, oder wir wissen es jetzt nicht hundertprozentig, aber es war ja auch ein Leak. Und wenn man das halt so kombiniert, dann haben wir ja wirklich in Elden Ring riesige Flächen und riesige Höhen. Und wie sieht das dann halt für Bosse aus? Dann werden Bosse ja teilweise uneingeschränkt in der Welt, würden die ja sein. Weil sonst müsste man, also sonst würden man ja wieder Bosse jedes Mal in einen Raum stecken, in eine Höhle oder in eine Halle oder in eine Burg. Aber ich denke, Bosse nur in Hallen, Höhlen und Burgen zu sehen, wäre halt recht langweilig. Und besonders in Elden Ring, das ist auch, worauf ich mich freue, dass wir auch Gegner und besonders halt auch Bosse generell in der freien Welt, in der offenen Fläche zu sehen bekommen. Und aber es ist halt nur die Frage, wie kann man sich dann einen Boss vorstellen, der sich dann generell auf so einer riesigen Fläche befindet, weil der hat dann ja eigentlich keine Einschränkungen. Wird er denn ein bis ins Unendliche halt auch folgen oder wird er halt einfach sozusagen irgendwann sich einfach umdrehen, random, und sagen, nee, ich folge dir nicht mehr weiter? Also auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn Elden Ring Bosskämpfe in dieser Art, wie du es soeben beschrieben hattest, einfügen würde. Das wäre für mich einfach der nächste Evolutionsschritt für das gesamte Franchise, weil ich fände es schade. Ich würde es trotzdem spielen, wenn alle Bosse in Elden Ring in irgendwelchen Hallen, Ruinen oder gegebenenfalls großen Räumen sind, bei den Bossarenen. Aber ich fände es halt schade, weil da dadurch gewisses Potenzial, sogar viel Potenzial, da ja die Bosskämpfe die Highlights sind, ja flöten gehen würde. Auf jeden Fall fände ich es toll, wenn Bosse uneingeschränkt sich über die Welt bewegen könnten. Vielleicht nicht unbedingt, wenn es Königreiche gibt in Elden Ring, königreichsübergreifend. Obwohl, das fände ich ja auch interessant, wenn es in dieser Hinsicht einen Boss gäbe. Und sonst würde ich ja meinen, der Bosskampf aus der Soulsreihe, der dem am nächsten kommt, wie du das beschrieben hast, ist halt, ja, Sklavenritter Gale. Wenn man halt beim ersten Mal gegen ihn stirbt und dann plötzlich sieht, dass gleich am Leuchtfeuer auch das Nebeltor ist und wenn man dann herausgeht, dann gleich sieht, wie Gale von Weitem auf dich zugestürmt kommt. Das würde ich halt sehr gerne öfter sehen wollen in Elden Ring, dass halt Bosse auf großen Flächen ohne Einschränkungen gegen dich antreten können und halt Kämpfe gegebenenfalls sich halt ja über größere Gebiete verteilen könnten. Wer weiß. Also ich hatte ja die Idee gehabt, dass es ein wegen nochmal den königreichsübergreifenden Bossen, dass es halt so eine Art Invader-Boss gibt, der halt dich jetzt nicht so invasiert wie in einer Dark Souls-Welt auf einmal, dass der Boss ein Phantom ist, sondern ein Boss ist, der sich halt frei in der Welt herumbewegt. Was das nun genau ist, kann ich jetzt nicht sagen. Es könnte genauso gut eine Bestie sein oder ein Ritter, ich weiß es nicht. Aber ich finde halt die Idee ziemlich ansprechend, weil das ja, wenn der Boss unsterblich wäre, also eine Quelle der Unsterblichkeit hat, man ja einen Mix aus dem Verlassenen in Dark Souls 2 und Sieve in Dark Souls 1 machen könnte. Weil Sieve kann man ja erst besiegen, wenn man sein Kristall zerstört hat und somit seine Unsterblichkeit aufgehoben ist. Und dass halt man dies genau machen kann in Elden Ring. Dass es halt einen Boss gäbe, den kann man umgehen, wenn man ihn früh genug entdeckt und der dich halt aber quasi verfolgt. Früher oder später ist ein Kampf unausweichlich, wer weiß. Und du kämpfst dann gegen ihn und wenn er dann tot ist, ist er tot. Am Ende, jetzt würde er, keine Ahnung, in seine Asche zerfallen und dann wie ein Phönix aus seiner eigenen Asche wieder auferstehen durch seine Quelle der Unsterblichkeit. Und du musst dann halt diese Quelle halt in der Welt finden, um seine Unsterblichkeit aufzuheben, damit er beim nächsten Aufeinandertreffen dann sterblich ist. Aber im Verlauf des Playthroughs, je stärker du wirst, je nachdem welches Equipment du hast, was ich ja toll fände, wenn hier Elden Ring mehr in Richtung Bloodborne gehen würde,
dass die Waffen halt wieder etwas mehr Komplexität haben. Das habe ich ja in Dark Souls 3 auch dann ziemlich vermisst. Und dass dann dort der Boss auch dementsprechend sich gegebenenfalls anpassen könnte oder weitere Verhaltensmuster aufweist im Verlauf des Playthroughs. Und um die Wiederspielbarkeit auch in dieser Hinsicht für Elden Ring zu erhöhen, auch wenn der Wiederspielwert von allen anderen From Software Spielen in meinen Augen quasi unendlich ist, dass diese Quelle der Unsterblichkeit beim jedem Playthrough irgendwo zufallsgeneriert in der Welt platziert ist, unabhängig in welchem Königreich das wäre, damit man jedes Mal eine gewisse Spannung noch hat, dass man weiß, dass es so einen Boss gibt, der dich konstant verfolgt, wie so ein Mr. X aus Resident Evil. Obwohl, ich weiß ja nicht, ob die beim Remake nur gescriptet sind oder nicht. Bei Nemesis ist es der Fall. Wie auch immer, so hätte ich es mir vorgestellt, fände ich eine ziemlich coole Erweiterung und auch eine tolle Innovation für einen derartigen Bosskampf in Elden Ring. Natürlich können es auch Bosse geben, die halt Umgebungen zerstören. Beispielsweise, wenn die Welt von Elden Ring lebendiger ist, wenn man dort auch ein gewisses Wildleben hat, damit die Welt nicht mehr so tot wirkt, dass man dort gegebenenfalls einen Boss hat, der eine Bestie ist und du könntest, wenn man auch so Stealth Gameplay aus Sekiro hätte, dann diesen Boss von Weitem beobachten, wie er mit der Welt selbst interagiert und dort am Ende eine Tierherde jagt. Welche Tierherde, kann ja relativ egal sein. Am Ende ist es in einem Wald und er reißt dabei Bäume um. Also auch quasi, dass die Umgebung ein bisschen zerstört werden kann und du auch vielleicht sogar selbst aufpassen musst, dass du nicht von einem Baum erschlagen wirst. Und das finde ich halt ziemlich cool. Natürlich, diese Bäume werden von magischer Hand wieder repariert, wenn es ein Ladescreen gegeben hat. Man kennt es ja aus den Fässern und Tischen von Dark Souls. Und das finde ich jedenfalls ziemlich cool. Und wenn man dann halt gegen diesen Boss kämpft, dass er auch diese Umgebung, die er zerstören kann, vielleicht auch gegen dich selbst verwenden könnte. Also Beispiel wäre für mich halt der Banbaro aus Monster Hunter World, so das erste Monster bei Iceborne. Der halt, ich glaube, es ist der Banbaro. Bin mir aber nicht zu 100% sicher. Und dieses Monster hat halt so ein riesiges Geweih und den benutzt er wie so ein Schneeschieber und macht dann so riesige Schneebälle oder halt wirft Bäume auf dich oder schiebt sie auf dich zu, wie so ein Schneeschieber, was ich ziemlich cool fand, dass er so ein bisschen die Umgebung nutzt, um dich zu besiegen, dass es vielleicht auch sowas geben könnte in Elden Ring oder ein Bosskampf könnte sich von einer Grasfläche zu einer Burgruine, die einsturzgefährdet ist, so bewegen und am Ende zerstört der Boss mit seinen riesigen Angriffen auch noch teilweise die Ruinen, wo du auch auf die Trümmerteile aufpassen musst, aber wenn du dich richtig positionierst, du vielleicht sogar die Trümmerteile gegen den Boss verwenden kannst, beispielsweise ein Boss, der komplett schwer gepanzert ist, wo du ihm nur wenig Schaden zufügen kannst und er auch gegebenenfalls wenige Punkte hat, wo er ungeschützt ist und dass gegebenenfalls solche riesigen Steinbrocken einen Teil seiner Rüstung zerstören könnten und er dann angreifbarer wäre. Wer weiß. Also generell halt ist für dich ganz wichtig, dass Elden Ring eine gewisse Interaktion mit der Welt hat, im Sinne von, dass die Welt nicht so konstant bleibt wie vorher, also auch in Bezug auf Bossen. Ich weiß, dass ich im letzten Podcast darüber mit Clumsy drüber geredet habe, dass die Welt generell interaktiver werden sollte, aber jetzt für dich jetzt besonders mit Bossen, dass halt auch die Welt beispielsweise genutzt wird, auch für Bosse oder auch für einen selbst, dass man die nutzen kann, also dass die Welt eine gewisse die gewisse Konstanz verliert, die bisher halt in den Souls-like oder in den Souls-Teilen halt hatte, wo halt alles sehr fest ist, sondern jetzt, dass sich alles in die Richtung entwickelt, dass alles eher so dynamisch und spontan geschieht. Also, dass man die Bosse halt weniger nur noch festen Mustern und nur noch festen Möglichkeiten folgt, sondern halt, dass man halt auch mit das Bosse sozusagen eine gewisse Intelligenz so entwickeln. Also, dass die halt auch nicht nur stumpf einem gewissen Muster folgen, sondern halt auch dann mit der Welt interagieren können, sozusagen jetzt für dich beispielsweise jetzt mit den Bäumen, die rausreichen oder mit den Tieren, was du da vorhin erwähnt hattest. Also das ist halt generell ja eine gewisse die Distanz zwischen Boss und Boss und Welt so ein bisschen genommen wird. Also dass der Boss halt interaktiv wird mit der Welt zusammen. Und dass er jetzt zum Beispiel auch im Sinne von Zerstörung, was ich halt auch besonders gut finde, jetzt nicht nur unbedingt von der Idee her, sondern generell halt, wie es halt auch in anderen Spielen auch gibt, natürlich, wo auch die Welt zerstörbar ist. Generell für mich ist natürlich die Frage, ob alles wieder repariert werden soll nach dem Reset.
oder nicht nach dem Reset, sondern wenn man sich natürlich an einem Bonfire setzt oder an einen Checkpoint, finde ich da immer so ein bisschen, ja, ist jetzt die Frage, soll wirklich alles wieder sozusagen zurückgesetzt werden oder soll die Welt dann verändert werden können? Also soll man die Welt, also wenn ein Baum umgestürzt ist, dann bleibt der Baum umgestürzt, so halt, als wäre es halt real. Oder soll es wirklich, wenn man sich einen Checkpoint setzt, dass das wieder ist wie vorher? Also, du warst ja jetzt eigentlich der Meinung, Okay. dass es sich wieder sozusagen zurücksetzt. Alles. Aber wäre es nicht theoretisch noch besser, wenn es sich eben nicht zurücksetzt, sondern bleibt? Auf jeden Fall verstehe ich, worauf du hinaus möchtest. Ja, auf jeden Fall kann es cool werden. Gegebenenfalls, du hast am Anfang noch eine einsturzgefährdete Ruine und danach ist es ein Trümmerhaufen. Aber stell dir jetzt mal vor, du wärst in einem Wald. In so einem Waldlevel und einfach weil du darauf Lust hast, bringst einfach mal den Boss dazu, den gesamten Wald niederzuholzen. Und dieser Wald bleibt dann auch quasi die ganze Zeit so bestehen. Alle Bäume liegen rum und jetzt ist es quasi wie eine riesige gerodete Fläche und vielleicht so gegebenenfalls ein schwereres Gebiet für dich, weil du die ganzen Baumstämme umgehen musst. Aber meine Lösung für dieses Problem wäre, dass man das einstellen könnte, dass man am Ende so einstellen könnte in der Welt, dass du halt möchtest, sobald du ein Ladescreen hattest, also nicht, wenn man am Leuchtfeuer rastet, wird es repariert. Das ist ja in Dark Souls genauso. Wenn du nur am Leuchtfeuer rastest, bleiben die Fässer, die Tische oder alles Zerstörbare zerstört. Aber sobald du ein Ladescreen hattest, wird es ja wieder repariert. Und dass es halt genauso wäre, wenn du es so einstellst oder wenn es halt Leute gibt, die es gerne so wollen, dass ihre Zerstörung, die sie über die Welt gebracht haben, erhalten bleibt, dass sie das mit einer bestimmten Einstellungsmöglichkeit auch so haben können. Warum nicht? Weil somit könnt ihr auch gegebenenfalls dann das ganze Gameplay variieren, wie es halt ist, wenn du durch ein Gebiet läufst und auf einmal ja einen gerodeten Wald hast gefühlt und dann der Boss ja mitten in den ganzen Bäumen ja immer noch versucht, dich ins Jenseits zu befördern. Da frage ich mich halt immer nur, also da ist halt immer die, muss man halt auch immer noch daran denken, wie es mit der Umsetzbarkeit funktioniert. Also wäre es überhaupt umsetzbar, sowas zu schaffen für From Software oder generell halt überhaupt, sowas zu erschaffen, dass wenn man, also als Souls-likes zu erschaffen, wo man das kombiniert, also wo die Welt dann halt auch wirklich zerstört bleibt. Ist das überhaupt so, meinst du, es wäre überhaupt so richtig machbar, sowas zu machen? Also sich das vorzustellen, ist natürlich schön und gut, aber ist das überhaupt in der Praxis überhaupt so machbar? Das weiß ich halt nicht. Ich weiß halt nicht, wie es in der Entwicklung von From Software aussieht. Ich meine, mal als Beispiel nehme man jetzt mal jetzt hier ein The Forest, kann man dort auch einstellen, ob man will, dass die Bäume nachwachsen oder nicht. Das habe ich in meinem ersten Playthrough nämlich ausgeschaltet. Und etwa 60% der gesamten Insel war gerodet für immer, als ich dann das Spiel durch hatte, mit den ganzen Häusern, die ich da gebaut hatte. Daran hatte ich ja dann gedacht, dass man gegebenenfalls genau das in Elden Ring umsetzen könnte. Ja. Ja, das ist immer so, schwierige Sachen. Das ist halt das ist für mich halt immer so eine Sache bei Bossen, nicht unbedingt nur generell bei Elden Ring, weil wir haben alle sehr viel Fantasie, ja. Wir haben generell, denken wir alle an unterschiedliche Sachen, aber wir haben halt noch gar nichts zu Elden Ring da, deswegen kann man sich immer nur so extrem vage nur eine Richtung angeben. So, okay, wir wissen so ein bisschen nordische Mythologie und das war es so. Und sonst wissen wir auch nicht viel mehr über Elden Ring. Da ist ja noch alles offen. Deswegen ist immer so die Frage, ob wir, was ich mich halt immer frage, gehen wir vielleicht einfach zu weit mit unseren Überlegungen? Erwarten wir zu viel von Elden Ring, von From Software? Sind wir dazu zu, ja, wollen wir ein zu sehr ein innovatives, extrem geiles Spiel? Obwohl das halt eigentlich eher doch noch gar nicht so weit ist, From Software noch gar nicht so weit ist und Elden Ring eigentlich nur nicht eine Evolution ist, sondern nur so eine kleine, ja, neue Abzweigung, so wie Sekiro eine neue Abzweigung genommen hat und Elden Ring auch einfach nur eine kleine neue Abzweigung nimmt. Das ist halt für mich immer, das ist jetzt so da, wo du jetzt gerade ein kleines Stückchen drüber geredet hast, über die ganzen Ideen, die du jetzt hattest, das ist mir so einfach in den Kopf gekommen, ist das vielleicht nicht, was wir uns immer so überlegen, ist das nicht von viel zu weit gegriffen. Also
denken wir, wenn wir jetzt über Boss jetzt besonders jetzt sprechen, nicht einfach in eine, ja, viel zu schöne utopische Richtung, was wir gerne haben wollen würden. Absolut richtig. Also natürlich, alles, was wir hier sagen oder alles, was in Ideen ich hier gebracht habe, können sich natürlich alle nachher als nicht existent entpuppen. From Software kann ja was komplett anderes dann dort kreiert haben mit Elden Ring. Am Ende vielleicht sogar Sachen, mit denen wir beiden nie rechnen würden. Wer weiß. Auf jeden Fall gebe ich dir da recht. Teilweise von den Ideen, die ich halt habe, denke ich, wären schwer umzusetzen. Aber was für mich mein Augen im machbaren Bereich wäre halt beispielsweise dieser Invader-Boss, der für mich schon eine ziemlich coole Innovation wäre und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch mein Lieblingsboss wäre in Elden Ring, wenn es so einen gäbe. Also quasi so der Verfolger in Dark Souls 2, so ein bisschen, dass es halt dann den in einer etwas wirklich einer komplexeren Form gibt. Quasi Verfolger, Verlassener und Thief in einer Person quasi. das fände ich ziemlich cool. In Elden Ring, das könnte man, denke ich, umsetzen. Vor allem auch, dass er im Verlauf des Spiels halt mehrere Movesets hat. Ich meine, ist ein Sekiro genauso, dass ja ein paar Bosse durch das Update ja auch einige neue Angriffsmuster bekommen haben und dass man das vielleicht so machen könnte, dass in Elden Ring das einfach über das Spiel, über den Spielverlauf quasi passiert, wenn Ja. man nach dem 10. Mal wieder auf ihn trifft. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du sagen möchtest und ja. Es ist schwer umzusetzen und ich glaube auch definitiv nicht, dass all das, was ich gesagt habe, so in Elden Ring umgesetzt werden würde. Selbst wenn ich, keine Ahnung, dort eine beratende Stellung hätte in der Entwicklung dieses Spiels, wer weiß. Ich glaube nicht, dass sie das alles umsetzen können. Die haben auf jeden Fall Zeit, da ein tolles Spiel zu erschaffen und Elden Ring wird auch in meinen Augen ein tolles Spiel werden, auch wenn wir noch rein gar nichts dazu wissen. Aber ich lasse mich überraschen. Am Ende. Ja, From Software hat mich noch nie enttäuscht mit keinem einzigen Spiel. Und das würde es mit Elden Ring, denke ich, auch nicht sein. Das glaube ich auch. Also ich denke auch nicht, ob auch wenn wir uns natürlich so viel vorstellen und so viele super toll geile Sachen, die vielleicht gar nicht umsetzbar sind, vorstellen, glaube ich trotzdem, dass From Software mit eigenen Ideen, was uns komplett auch vielleicht alle überraschen wird. Und ich möchte mal kurz zurück zum verfolgenden Boss. Und zwar hatte ich da eine Frage. Und zwar der verfolgende. Wie stellst du dir das vor, dass beim verfolgenden, also bei diesem verfolgenden Boss, dass der wie trifft man denn auf den in der Welt? Trifft man immer an einem bestimmten Zeitpunkt sozusagen auf den in der Welt? Oder ist das einfach, läuft er einfach sozusagen random durch die Welt durch und man trifft den einfach sozusagen in jedem Playthrough woanders? Also dass es halt ganz, ganz zufällig ist, wo er überhaupt sich befindet. Oder findet man, oder gibt es halt so einen bestimmten Abschnitt, wo man den halt wieder trifft oder wo man dann halt nach einem gewissen Fortschritt im Spiel den Boss dann halt wieder trifft? Also, ich würde nicht sagen, dass diese Begegnung gescriptet wäre. Und ich hatte gerade die Idee gehabt, dass vielleicht sogar dieser Boss sein Verhalten dir gegenüber ändern könnte, was für Gegenstände du in deinem Inventar hast. Am Ende hast du irgendetwas aufgenommen in der Welt, was ihn getriggert hat, dich zu jagen. Am Ende, dass du quasi, je nachdem, wie du halt spielst und je nachdem, wie weit halt dann dein Wissensstand ist über Elden Ring, wenn man halt dann sich mit der ganzen Lore oder was weiß ich halt auseinandergesetzt hat, dass man dann vielleicht weiß, wie dann der Boss sich halt so verhält. Am Ende kannst du halt ein bisschen selbst entscheiden, ob du von diesem Boss überhaupt verfolgt werden möchtest oder so. Am Ende kann man den halt zufällig begegnen, aber vielleicht ist er je nachdem, was du halt in der Welt gemacht hast, passiv oder dir aggressiv gegenüber. Und wenn du halt gegebenenfalls bestimmte Handlungen gemacht hast, dass er dich unabhängig, dass er dich gnadenlos über die Welt verfolgt. Also jetzt nicht unbedingt, dass du jetzt hier alle 2 Minuten hinter deinem Rücken, also hier nach hinten gucken musst und der Boss halt in weiter Ferne schon auf dich zurast, das nicht. Aber dass der Boss dich halt aktiv verfolgt und wenn er dich sehen würde, halt definitiv gleich die Konfrontation mit dir suchen würde. Ja. Ja, da ist halt so stelle ich mir das halt auch, also so habe ich mir auch vorgestellt, als du das erzählt hast, wie es halt funktionieren würde. Aber dann müssten wir halt, dann würde es ja sozusagen die ganze Boss-Arena würde ja dem Boss, wenn man so, wie soll man sagen, die ganze Welt von Elden Ring würde ja sozusagen dann die Boss-Arena von dem verfolgenden Boss sein.
Dann ist aber halt für mich, jeder stellt sich die Frage, ist dann ein Boss dann nicht zu allgemein gefasst? Weil, wenn sich ein Boss beispielsweise durch die gesamte Welt bewegen kann, uneingeschränkt, müsste dann da sein Attack-Muster und generell das, was der Boss dann insgesamt kann, nicht extrem eingeschränkt sein, weil er sonst mit der Welt zu sehr vielleicht kollidieren würde oder halt zu viel komisches Zeugs in der Welt anrichten würde, was zu, sozusagen, sagen wir mal so, unkontrollierbar wäre. Also es ist halt, wenn man könnte vielleicht dann keine Art von riesigen Boss erschaffen, oder ja, der muss jetzt nicht unbedingt groß sein, aber halt vom Gameplay-Muster und den Sachen, was er halt kann, vielleicht gar nicht erschaffen, weil der halt einfach generell zu sehr in dieser Welt, weil er sich zu frei bewegen kann. Das hab ich mir jetzt gerade einfach nur so gefragt. Ich weiß nicht mal wieso, aber meinst du, das würde den dann vielleicht nicht die offene Welt sogar den Boss einschränken können? Also ich glaube nicht, dass es den Boss einschränken würde oder vielleicht sogar gegebenenfalls dem Spiel schaden könnte. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich meine, weil will man, nehmen wir mal an, From Software hätte diese Idee. Die wollen so einen Boss einfügen, der halt wirklich ja der Verfolger, Verlassene und Steven eine Person ist. Dass sie auch dementsprechend, denke ich, erstens die Welt auch dementsprechend ein bisschen anpassen würden, je nachdem, dass er halt nicht so viel Blödsinn in der Welt so verursachen könnte. Und wer weiß, am Ende könnten man auch diese Idee so ein bisschen, also einen Kompromiss reinschlagen, also in Form, dass er nur in einem bestimmten Königreich hier herumwandert, aber trotzdem dieses Königreich groß ist. Ich meine, wir wissen ja nicht, wie groß diese einzelnen Felder wären, wenn es halt Königreiche gibt. Und dass halt dieser Boss gegebenenfalls auch einfach ein Wächter ist oder so, der diese Welt halt so bewacht, wenn er so über diese Welt läuft und nicht komplett über die gesamte Welt. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt ein Problem in der Programmierung wäre für die Welt, oder auch generell für die Umgebung, für die Gegner, dass er da Probleme verursachen könnte, wenn man, denke ich, das dementsprechend so anpasst, dass es halt funktioniert. Ich meine, natürlich, nehme meinen Verfolger, der ist halt auch nur geskriptet, der folgt ja nicht über die gesamte Welt. Und natürlich, wenn jetzt der Verfolger rein theoretisch in Dark Souls 2 dich jetzt die ganze Zeit verfolgen würde, wäre das schon teilweise echt komisch. Stell dir mal vor, du bist dann beim Schrein des Winters, willst gerade dich würdig erweisen, um zum Drangleic Castle zu kommen, und auf einmal erwartet dich da drin der Verfolger. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Oder wenn er irgendwo random in irgendwelchen kleinen Räumen auftauchen würde. Der kommt ja immer nur in größeren Räumen vor. Und bei der einen Festung, wo halt die letzte Sünderin ist, oder die verlorene Sünderin, verfolgt er dich ja auch am häufigsten und auch nur an bestimmten Stellen. Und der stellt ja auch seine Verfolgung sofort ein, wenn du aus diesem Bereich rausrennst. Und das habe ich mir halt vorgestellt, dass man halt in Elden Ring genau diese Mechanik, die ich halt wirklich toll fand, wirklich so zu verbessern. Weil in meiner Meinung hat auch Dark Souls 2 tolle Mechaniken, die leider in Dark Souls 3 nicht umgesetzt wurden, was ich halt total schade fand. Und dass man halt gegebenenfalls das in Elden Ring so machen könnte. Ich meine, ich sehe auch ab und zu in Sekiro ein paar Sachen, die sie astrein aus Dark Souls 2 übernommen haben. Oder übernommen hatten, besser gesagt, wie den Nebelwald. Zum Beispiel, der hat mich auch direkt an dieses eine Level in Dark Souls 2 erinnert, wo man auch in diesem Nebelwald ist, und dann diese unsichtbaren Banditen dort, die du nicht anvisieren kannst, dann dort bekämpfst, aber dann diese Bäume dort sind, die du halt da schlagen kannst, und dann machen die Geräusche, weil die Gegner in diesem Gebiet reagieren ja auf Geräusche, die du halt verursachst. Aber ob sie jetzt dich angreifen würden, wenn sie dich sehen, denke ich auch. Aber die können dich ja halt verfolgen, wenn du laut durch die Gegend rennst. Ja, sagen wir mal so, wir haben ja jetzt bisher komplett generell nur über, jetzt sehr viel über den folgenden Boss geredet. Der ist im Sinne ein sehr aktiver Boss. Ja, der macht ja, der handelt ja generell sehr aktiv. Aber was ist mit Bossen, die passiv handeln? Also mit Bossen, die dich nur passiv angreifen würden. Also die dich eigentlich gar nicht so. Ich denke bei passiven Bossen immer, das ist für mich die Schlange in Sekiro, die Great Serpent. Das ist für mich immer, ich habe die jetzt auch schon mehrmals erwähnt in anderen Podcasts auch, das ist für mich immer ein Boss, der
sehr passiv ist. Ja, man bekämpft ihn ja nie aktiv. Der greift einen halt nur an und one-hittet einen. Aber so sonst macht er halt im Prinzip nicht viel. Aber ich würde mir halt auch generell sowas halt nochmal in Elden Ring wünschen. Nicht unbedingt umgesetzt halt als Schlange, aber generell halt, dass es auch Bosse gibt, die halt einen auch nicht unbedingt immer aktiv angreifen, sondern halt auch passiv sein können oder generell immer passiv sind. Aber dann könnte man auch noch in die Theorie gehen, dass man, ich weiß, dass du vorhin beim verfolgenden Boss darüber geredet hattest, dass dass man sich so eine Art, den aggressiver machen kann oder halt auch passiver machen kann, dass er einen halt nicht immer so abhängig von dem, was man tut in der Welt, nicht mehr so aggressiv oder passiv gegen einem gegenübersteht. Aber was ist, wenn es halt theoretisch generell mit Bossen in Elden Ring so ist, dass man die generell so eine Art passives, aktives Verhältnis sozusagen in das Spiel reinschaffen könnte, dass man in die Welt geht und abhängig von dem, wenn wir sagen, dass wir auch mehrere Königreiche haben, abhängig von dem, wenn man sich beispielsweise irgendwas anschließen könnte, sich dann halt auch sozusagen die Dynamik in der Welt verändern würde, dass man, ja, wenn man das so jetzt ganz, ganz, abstrakt betrachten würde, dass man so das ganze Verhältnis der Welt in Elden Ring so hin und her ziehen könnte, dass man halt, mit Sachen, die man halt aktiv oder passiv tut, dass es halt auch Bosse gibt, die darauf reagieren, sodass sie dich vielleicht auch, dass man, dass Bosse halt auch vielleicht gar nicht zu Bossen werden, sondern halt zu freundlichen NPCs. Ich weiß nicht, was hältst du davon? Also ganz ehrlich, die Idee, dass ein NPC zu einem Boss werden könnte, also vor allem durch deine Handlungen, die finde ich ziemlich cool. Ich meine, bei Gale ist es ja so, triffst ihn als netter, ja, NPC in der Kathedrale des Abgrunds, so jedenfalls in einem Ort, und da ist er halt noch ein normaler NPC und nicht zu diesem mutierten Superritter mit der Dark Soul, mit dem Blut der dunklen Seele. Dann dort, ja, in diesem Ende der Welt, in dieser großen Wüste, dann dort dich da erwartet und dann Artorias-like die Leiche auf dich schmeißt. Auf jeden Fall finde ich die Idee super mit dem NPCs. Sowas würde ich auch gerne sehen in Elden Ring, wenn es halt auch so einen Boss gäbe, der zum Boss wird, je nachdem, wie du handelst. Aber man muss es ja vielleicht auch nicht immer optisch darstellen, dass er durch irgendetwas zu einem Boss geworden ist, sondern dass er auch zum Verhältnis dir gegenüber eine gewisse Denkweise zugelegt hat, weil er vielleicht mit dem, was du halt machst, nicht einverstanden ist und dann halt zu einem Boss wird in irgendeinem der Königreiche. Wer weiß. Nehmen wir mal, also ursprünglich soll ja beispielsweise Oscar in Dark Souls 1 ja der Endboss sein in Dark Souls 1, wenn du Gwyn besiegst und ja, und dann er dann reinkommt und halt ja unbedingt das erreichen möchte, was du erreichen wirst, quasi. Oder was hat er jetzt ursprünglich jetzt in Dark Souls 1 passiert, wenn man sich für das Ende des Feuers entscheidet. Und passive Bosse wie in Sekiro fände ich auf jeden Fall sehr super. Also die Schlange finde ich einfach nur genial in Sekiro. Ich finde es jedes Mal toll, wenn sie dort, auch wenn man da mittlerweile weiß, wie die ganzen Sichtfenster sind und du da eigentlich nur noch durchrennen kannst ohne Probleme, finde ich das trotzdem eine echt tolle Erweiterung. Was ich auch sehr gerne in Elden Ring nochmal sehen würde. Natürlich nicht in Form einer Schlange. Ich gehe nicht davon aus, dass dort eine Schlange irgendwie da reinpassen könnte. Am Ende könnte man sich auch wieder für den klassischen Weg entscheiden, dann einfach einen einzigartig designten Drachen dort einfügen. Wer weiß. Ich meine, es war irgendwie bei Dark Souls so. Aber natürlich könnte man auch was komplett Neues ausdenken. Irgendwas vom Design, was auch quasi so handelt wie die Schlange in Sekiro. Ich meine, Bloodborne hat für mich so die einzigartigsten Designs von From Software und ist auch für mich das schönste Spiel von From Software, rein vom optischen gesehen, von den ganzen Environments. Und ich kann mir auch, und da ja auch Elden Ring ja auch, denke ich, auch ein bisschen in diese Richtung gehen wird, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie da auch so einen passiven Boss in der Welt einfügen könnten. Aber was ich mich halt gerade gefragt hatte, es gibt ja verschiedene Königreiche und so weiter. Würdest du wollen, dass in jedem, also wenn es Königreiche gibt, würdest du wollen, dass in jeder Welt so ein passiver Boss existiert, der dich irgendwie ab und zu mal bei ein paar Gebieten da mal überrascht, oder einen passiven Boss haben wollen, der in jedem Königreich auftauchen kann, oder dass es
nur einen einzigen passiven Boss gibt in einer einzigen Welt, in einem der Königreiche, dass es dann quasi einzigartig für diese Welt steht. Oh, ich gehe jetzt in dieses Königreich und da weiß ich, gibt es diesen passiven Boss. Ich gehe in dieses Königreich, oh, ich weiß, da ist dieser Invader-Boss. Quasi, dass es immer etwas Einzigartiges gibt, was diese Welt auszeichnet. Das ist eine interessante Idee, muss ich schon sagen. Weil, wenn wir jetzt weiterhin von diesen Königreichen ausgehen, also du meinst halt, dass es generell für jedes Königreich einen ausgezeichneten Boss gibt, sozusagen, dass einer, der sehr, sehr ausgereift ist und sehr extrem was Einzigartiges ist, halt in jedem einzelnen Königreich ist. So, glaube ich, meintest du, das ist richtig? So Genau, ungefähr. aber dass man das nicht nur auf Bosse auslegt, sondern vielleicht auch gegebenenfalls im Gesamten gesehen, vom Level-Design bis zum Boss und alles dazwischen. Dass es immer etwas gibt, was die Welt einzigartig auszeichnet, die du in der anderen Welt nicht so siehst. Das wäre definitiv eine schwierige Sache, sagen wir mal so. Also ich finde, es ist eine gute Idee in der Theorie, sagen wir mal so. Also ich finde es generell, wenn es was Einzigartiges da ist in jeder einzelnen Welt, dann ist das für mich, ja, dann gehst du in diese Welt und dann weißt du, oh, da hier, das ist das, hier ist dieses genau dieser eine Punkt jetzt, beispielsweise jetzt dieser passive Boss, oder das ist halt auch genau das Level-Design dafür ausgelegt, dass es halt genau so ist. Und dann ist, das ist natürlich schön und gut. Das Problem ist nur, das, was ich halt dann sehen könnte, ist, dass ein einziger Faktor oder dieses eine einzige, was diese eine Welt so besonders macht, so extrem heraussticht, dass die anderen Welten oder die anderen Königreiche einfach so ein bisschen so in den Schatten sozusagen fallen. Dass halt diese Einzigartigkeit, dass jede Welt hat ja dann Einzigartigkeit, aber dass die eine einzig, also dass die eine das dann halt so hervorhebt, dass das alles andere so in den Schatten drückt. Und da ist halt die Frage, wenn man halt wirklich dann diese Level nur auf diese Einzigartigkeit basieren lässt, dass dann vielleicht, oder nicht Level, sondern diese Königreiche auf diese Einzigartigkeit basieren lässt, dass die dann wirklich nicht, dass eins dann nicht wirklich vielleicht einfach dadurch, dass die Einzigartigkeit nicht so was Besonderes ist, halt einfach sozusagen im Hintergrund gerät. Ich weiß nicht, wie meintest du das, also wie würdest du dir das dann genau vorstellen sonst? Also erstmal würde ich nicht wollen, dass das Königreich auf dieser Einzigartigkeit komplett basiert oder quasi als Fundament für die Welt dient. Ich dachte, das wäre nur ein besonderer Aspekt, das für dieses Königreich steht. Quasi in Form, jedes Königreich hat sein eigenes Level-Design, sein eigenes Aussehen, seine eigenen Gegner, halt so ein Kram. Und das dann. Wenn du dich dann entscheidest, dass du in dieses eine gehen möchtest, dass du dann weißt, oh ja, in dieser Welt erwartet mich doch dieser eine passive Boss, der mich über die gesamte Welt so ein bisschen ab und zu mal überrascht. Wie ich es auch mit dem Invader-Boss gesagt habe. Es ist nicht so, dass quasi er das Symbol dieser Welt ist. Es ist nur etwas Einzigartiges, was du halt in den anderen Welten beispielsweise nicht hast, dass du weißt, dass es in dieser Welt keinen passiven Boss gibt. Verstehst du? Weil deswegen glaube ich, dass jetzt hier es nicht so schlimm wäre, wenn jetzt dort etwas verblassen würde, weil es nicht dazu kommen würde, würde ich einfach mal davon ausgehen. Und Meinungen sind ja immer verschieden und anders. Am Ende gibt es ja halt die Community, die halt meinen, ja, wir bevorzugen gerne das, wir bevorzugen gerne das oder das. Ich glaube, das Einzige, wo wir alle uns einig wären, was wir nicht wollen oder wo wir alle sagen würden, ja, das ganz auf dem letzten Platz wäre das Sumpfkönigreich. Ja, definitiv. Und aber sowas halt könnte ich mir halt vorstellen. Ja, da habe ich das gerade ein bisschen auf jeden Fall falsch aufgenommen von dir. Also ich dachte halt wirklich, dass es halt, dass jedes einzelne Königreich sozusagen sich nur auf diese Einzigartigkeit beschränkt. Aber für dich ist es halt so, dass diese Einzigartigkeit nur so eine kleine Bereicherung sozusagen darstellt. Und man denkt sich, ah ja, genau, hier gab es dieses eine. Und da gab es was anderes, aber dass halt sozusagen sonst das Kern-Gameplay oder das Kern-Level-Design sozusagen sich nicht unbedingt nur an dieser Einzigartigkeit orientiert, sondern halt nur so eine Bereicherung halt zu dem Königreich darstellt. Sozusagen, dass alles andere sonst damit nicht, dass nicht wirklich das Königreich nur, ja, strikt nach dieser einzelnen Einzigartigkeit designt ist, sondern halt
einfach gleich ist, nur so mit einer kleinen schönen Sache, wie beispielsweise einen passiven Boss oder den Invader-Boss. Und da würde ich schon sagen, dass das definitiv keine schlechte Idee ist. Und wenn ich jetzt gerade auch noch an Einzigartigkeit denke, muss ich schon sagen, da hatte ich noch an etwas anderes gedacht, und zwar ein Königreich, oder vielleicht nicht unbedingt ein ganzes Königreich, sondern ein Gebiet mit Wasser. Wasser hatten wir bisher in Elden Ring, in Elden Ring, bisher in Souls-Teilen außer Sekiro gar nicht. Also man hatte da keine Möglichkeit zu schwimmen oder so. Und auch in Sekiro wurde es eingeführt, aber auch nur so mäßig viel. Also man konnte jetzt nicht extrem viel schwimmen. Man konnte schwimmen, man hatte auch Gebiete unter Wasser, und man konnte, und da war auch, die waren definitiv für mich auch nichts Schlechtes. Aber meinst du, dass es in Elden Ring dann auch das so sein wird, dass es so teilweise Gebiete gibt wie in Sekiro mit Wasser, oder wird es richtig, ja, ein richtig, richtig dickes, fettes Meer oder so geben, was komplett dann, also dass man ein komplettes Königreich vielleicht sogar unter Wasser hätte? Was ich komplett cool fände, wäre, dass vielleicht diese Königreiche vielleicht vom Meer aus vielleicht getrennt sind. Wer weiß, am Ende, dass man ein Meer oder ein Ozean überqueren müsste, um zu den verschiedenen Königreichen zu kommen. Dass vielleicht Elden Ring nichts anderes ist als eine ganz große Inselkette, wo halt auf jeder Insel für ein Königreich steht. Was weiß ich, das ist nur eine spontane Idee, aber wegen Sekiro, also erstens, ich fand diese Unterwassermechanik oder Schwimmmechanik total super, weil die toll umgesetzt war. Das steht ja auch für die Kopflosen, die waren unter Wasser viel einfacher als am Land. Und ich fand es wirklich gut umgesetzt. Und deswegen würde ich sehr gerne wollen, dass auch Elden Ring sowas hat. Aber stell dir mal vor, du hast jetzt eine schwere Rüstung und du bist gerade an einem See angekommen, einem der Königreiche. Und du möchtest gerne diesen See erkunden. Die Welt bietet dir das an, es ist rein optional, aber du möchtest es. Aber du musst ein gewisses Risiko eingehen. Dadurch, dass du mit deiner Rüstung ja sofort wie ein Stein untergehen würdest, weil du einfach zu schwer bist, dass du am Ende deine Rüstung ablegen musst. Am Ende könntest du halt eine leichtere Rüstung anziehen, was weiß ich, aber um überhaupt in diesem Wasser schwimmen und tauchen zu können, wer weiß. Und dass es halt dementsprechend unter Wasser schwieriger ist, weil du weniger aushältst, aber gegebenenfalls, wer weiß, wie ein Sekiro beweglicher bist. Weil ein Sekiro ist man dann im Schwimmen ja doch echt, echt fix gewesen. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht extra ein einzelnes Item gibt oder beispielsweise eine einzelne Rüstung gibt, womit man dann beispielsweise unter Wasser kann. Also dass man sozusagen eine Art, ja, sagen wir mal, Taucheranzug sozusagen findet, mit dem man dann unter Wasser schwimmen oder halt tauchen kann oder halt sozusagen unter Wasser atmen könnte, sodass man unter Wasser nicht stirbt oder so. Das wäre natürlich, fände ich, jetzt keine schlechte Idee. Aber da war auch die Frage so für mich, sollte man dann auch unter Wasser richtig kämpfen können oder sollte unter Wasser jetzt nur was Passives sein? Also sollte man dann unter Wasser die Welt nur passiv erkunden können oder sollte man so ein richtiges Kampfsystem unter Wasser haben? So in Sekiro konnte man ja auch unter Wasser kämpfen, aber sollte das dann halt auch in Elden Ring so sein oder sollte man Elden Ring eher nur so, wenn man da Gegner findet, die dann sozusagen, ja, oder Bosse findet beispielsweise, die dann nur passiv, also sozusagen, dass es so ein Stealth Boss sein würde oder so, dass man sich verstecken soll, so wie ein bisschen halt auch dann sozusagen könnte man es übertragen wie die Great Serpent aus Sekiro, nur halt unter Wasser. Aber halt, dass es das Wassergebiet halt weniger kampfbasiert wird, sondern eher so ein richtiges passives Gebiet wird, wo man halt nicht unbedingt kämpfen kann, sondern nur halt nur schwimmen kann und halt ausweichen könnte. Also ich sage einfach nur eins: kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ich will ein Kampfsystem unter Wasser. Also Sekiro hat das so gut gemacht. Ich war so überrascht, wie toll ich die Kopflosen da unten bekämpfen konnte. Auch wenn es halt nur die Kopflosen sind, haben die für mich schon ein bisschen Grundstein gelegt. Oder so vielleicht ein Augenzwinker, dass es gegebenenfalls das halt noch ein viel besser oder ein viel umfangreicher geben wird in Zukunft. Ich würde auf jeden Fall wollen, dass es ein Kampfsystem unter Wasser gibt, auch ein Boss unter Wasser. Ich finde das so toll, weil ich traue From Software das zu, dass sie das können. Dass sie ein tolles Kampfsystem unter Wasser kreieren können und dass du halt einen tollen Boss hast. Ich meine, im Vatividia-Video mit seinen 10 Fanbossen, da gibt es doch diese eine Platzierung, wo man dort diesen einen Mann dort über Wasser sieht. Und dann, wenn man unter Wasser guckt, ist es halt so eine riesige Bestie,
der quasi nur diesen Mann so als Verlockung benutzt, quasi. Der Mann, und dann der zieht dich dann ins Wasser runter. Auf jeden Fall ein Boss unter Wasser fände ich auf jeden Fall ziemlich cool, oder generell auch Gegner unter Wasser, dass halt die Erkundung im Wasser halt auch nicht so ungefährlich ist. Verstehst du? Nicht nur das Ertrinken. Ich meine, man hat ja von der einen Geisternonne in Sekiro ja die Fähigkeit bekommen, dass man halt unendlich lang atmen kann. Sowas kann man ja auch, denke ich, in der Form in Elden Ring einfügen. Aber dass es dann halt trotzdem unter Wasser definitiv gefährlicher ist, wenn du halt dort gegen Gegner kämpfst. Und dass man aber auch schon ins Wasser rein kann, wenn man noch nicht unendlich lang atmen kann. Aber dass man natürlich auch nur begrenzt unter Wasser verweilen kann. Deswegen, große Seen könntest du, wenn du noch nicht diese eine Fähigkeit hast, noch nicht komplett erkunden, weil du einfach noch nicht große Luftreserven hast in der Art. Das wird auch einen guten Metroidvania-Aspekt in das Spiel einfach einbringen, würde ich sagen. So, sowas in der Art natürlich. Generell würde ich mir halt auch wünschen, dass man in Elden Ring so viel ganz eine Menge Metroidvania bekommt, also dass wir eine Menge Möglichkeiten bekommen, wieder zurück in die Welt zurückzukehren und ja, da halt, ne, genauso klassisch wie in einem Metroidvania halt neue Dinge und Sachen erkundigen kann. Das wäre für mich auch definitiv was Wichtiges, was für mich in Elden Ring nicht fehlen sollte. Also Metroidvania würde ich mir schon echt, echt sehr in Elden Ring wünschen. Ich weiß nicht, ich denke, da gibt es eigentlich nie was Negatives auszusetzen, oder? An Metroidvania ist halt immer so. Oder? Meinst du, gibt's. Überhaupt nicht. Ich liebe Metroidvania. Weil ich weiß, dass ich kenne auch ein, zwei Leute, denen das halt generell nicht so gefällt, die gerne lieber lineare Spiele haben, wo man halt wirklich eher halt einfach geradeaus durchgeht und dass man nicht wieder zu einem Punkt zurückkehrt, weil das muss man sich halt immer merken. Und ich weiß nicht, für mich ist immer Hollow Knight ein gutes Beispiel für Metroidvanias, wo man halt auch viel wieder Backtracking machen muss. Und mir hat Hollow Knight persönlich gut gefallen, aber ich kenne auch Leute, denen das eben, weil es ein Metroidvania ist, nicht so gut gefallen hat. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob in Elden Ring das so extrem stark dabei sein wird, dass man auch backtracken wird oder ob man eher so mäßig durch die Welt geht, ohne da halt viele neue Fähigkeiten zu bekommen und dadurch neue Secrets freizuschalten. Also von meiner Seite aus, ich liebe Backtracking einfach, weil wenn dann neue Gebiete sich öffnen und du eine neue Fähigkeit gelernt hast, bin ich total super. Ich meine, und Hollow Knight ist halt ein Metroidvania. Wenn es halt Leute gibt, denen das nicht gefällt, dann ja, würde ich einfach sagen, spielt es nicht, weil das ist ja Hollow Knight. Hollow Knight ist ein Spiel, wo du in viele Gebiete zurückkehren musst und es ist ein Metroidvania, die es lebt und lebt. Es hat natürlich auch ein Souls-like im 2D-Bereich, aber auf jeden Fall sollte man sich ja darauf einstellen, wenn man es halt spielt oder auch andere 2D-Souls-likes wie in Blasphemous beispielsweise, was mir mehr gefällt als Hollow Knight. Hollow Knight kommt gleich danach, aber es hat andere Gründe, weil an sich gesehen sind das beides absolut geniale Spiele. Und auf jeden Fall würde ich in Elden Ring mir wünschen, dass man dort eine gewisse Motivation bekommt, in andere Welten wieder zurückzukehren. Das würde ich so oder so, weil ich bin ein Spieler in Dark Souls immer gewesen, nach jedem Bosskampf bin ich zu allen NPCs zurückgekehrt, habe immer mit denen gesprochen. Alles, um ja kein Geheimnis zu verpassen oder schlag gegen jede Wand, wenn ich mal Lust drauf habe. Alles Mögliche halt. Deswegen hat ja auch mein erstes Sekiro-Playthrough so lange gedauert mit 100 Spielstunden, weil ich einfach alles gesehen haben musste, ohne irgendwo in einem Wiki nachzuschauen. Und ja. Deswegen, ich fände es halt eher schade, wenn Elden Ring ein lineares Spiel wäre, weil ich finde Linearität, vor allem für ein From Software-Spiel, eher wie ein Downgrade. Das hat mir halt in Dark Souls 3 überhaupt nicht gefallen, dass Dark Souls 3 eine Linie ist. Also man kann ja Dark Souls 3 sich wie einen Baum vorstellen. Man läuft eine klare Linie und dann hat man ab und zu diese Abzweigungen. Abzweigung zu Ocelot und Champion Gandir. Oder Erzdrachengipfel oder der Schwefelsee, wo der Schwefelsee auch eigentlich eher an einen hässlichen oder langweiligen Chalice Dungeon aus Bloodborne erinnert. Und im Prinzip fand ich das ziemlich schade. Ich weiß, dass Dark Souls 3 mein allererstes Souls-like war.
Deswegen habe ich das Souls-like, mein erstes Dark Souls-Spiel war. Und da ist es mir damals noch nie so wirklich aufgefallen oder ich habe es jetzt auch nicht so negativ aufgefasst. Aber als ich dann Dark Souls 2, 1, Bloodborne und Sekiro mal so ein Kram gespielt habe, ist es mir immer ein bisschen negativer aufgefallen in Dark Souls 3, weil ich finde das schade, dass Dark Souls 3 halt so linear ist. Man kann es auch wiederum als Vorteil betrachten, weil Dark Souls 3 für mich das ideale Spiel ist für Neulinge, was also die in From Software einsteigen wollen zu deren ganzen Franchise, weil da ist Dark Souls 3 definitiv sehr freundlich gegenüber. Freundlich. Also schauen Sie nach rechts, schauen Sie nach links, Bosskampf geht los. Aber ich liebe halt Dark Souls 3 für seine Einsteigerfreundlichkeit, wenn man es halt vergleicht mit den anderen Souls-Titeln. Es geht natürlich dort auch, aber ich denke, Dark Souls 3 ist da am freundlichsten zum Spieler. Ich würde auch sagen, noch bevor wir jetzt hier zu weit noch abdriften in Metroidvania und Einsteigerfreundlichkeit und so, gibt es einen Wunsch, den du, der jetzt nicht unbedingt hundertprozentig umgesetzt werden muss oder der vielleicht auch ganz abstrakt ist oder ganz, ganz, ja, der ganz niemals umsetzbar wäre, aber gibt es irgendeinen Wunsch an einem Boss, so was du dir wirklich so richtig wünschen würdest, was so richtig geil wäre, wenn das in dem Spiel reinkommen würde? In Elden Ring, Ja. Invader-Boss. Also das war sozusagen schon dieser. Aber das sagen wir so, das wäre ja auch noch auf der machbaren Ebene. Ja, das ist das so. Aber gibt es auch irgendwas, wo du weißt, dass es eigentlich nicht machbar wäre, aber das wäre dann richtig großer Wunsch, dass so etwas passieren würde? Also, okay, da habe ich auch ein paar Ideen. Und zwar, dass Gegner und Bosse quasi, wenn man sie tötet, gewisse Geheimnisse mit ins Grab nehmen können. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass man es zum Teil umsetzen könnte, aber dass man, wenn man einen Boss nicht direkt töten will oder nicht direkt angreift, dass man, wenn man den mit der Stealth-Mechanik, wenn es denn eine gibt, verfolgt und sieht, wie der Boss irgendwo zu einem Gebiet zurückkehrt, was man halt noch nie zuvor gesehen hat, weil er vielleicht über ein Portal betritt. Am Ende Boss öffnet Portal, geht durch und du siehst das. 5, 10 Sekunden ist es noch offen und du kannst ihm durch das Portal folgen und entdeckst dadurch ein weiteres Gebiet. Oder dass du einen Bosskampf auf einer Wiese hast und dass der Boss halt ja mit heftigen Angriffen auf den Boden einschlägt und irgendwann bricht der Boden auf einmal durch und du entdeckst so eine längst vergessene Ruine von einem anderen Königreich, das mal in diesem Universum existiert hat, unter der Erde. Das komplett von der Lore von Elden Ring vergessen wurde, dass du halt auf diese Art und Weise ein Level entdecken könntest, was ich total super fände, aber ich wüsste halt nicht, ob man das so umsetzen kann. Aber dass man vielleicht auf abstrakteren Wegen, die auch meiner Meinung nach trotzdem gut zum Worldbuilding beitragen könnten, Gebiete entdecken kann. Ich meine, nehmen wir mal hier den Aschesee in Dark Souls 1, der ist ja auch nur durch zwei illusorische Wände versteckt, aber ich fände es halt nice, wenn halt Gebiete wirklich durch physische Sachen versteckt worden sind, die du halt nicht alleine öffnen kannst, wozu du Hilfe brauchst. Mithilfe eines Bosses zum Beispiel. Zum Beispiel die Balliste in Dark Souls 3. Wenn man dort auf dieser riesigen Fläche ist, gibt es ja auch dort ein paar Ruinenstücke, die du nur mithilfe der Balliste zerstören kannst, wenn du halt dich dort hinstellst. Da gibt es auch ein paar Trümmerteile, die du nur mithilfe da zerstören kannst. Das ist auf jeden Fall eine interessante Idee, also dass man sagt, also das für dich wäre es halt sozusagen besonders halt sowas, so Secrets wären halt besonders sowas Wichtiges, was halt so dein sehnlich, so ein echter Wunsch sozusagen wäre, was in Elden Ring kommen würde. So halt Sachen, die versteckt sind, aber die man durch, vielleicht auch einfach durch Zufall entdecken würde, oder die man halt ja eher auf schwierige Art und Weise erreichen könnte. Richtig? So ungefähr. Genau. So, ne? War okay. Ja, weil ich habe da noch einen ganz anderen Wunsch, der jetzt aber gar nicht mal so, wie soll man sagen? Der ist gar nicht so Abwegig abstrakt ist. und gar nicht so, also den denke ich mal, dass man den doch irgendwie erschaffen könnte. Und zwar ein spiegelnder Boss. Also, dass es einen Boss gibt, der einen selbst widerspiegeln würde. Aber im Sinne von, auf der Art und Weise, dass er sich innerhalb, also dass er nicht
immer gleich ist, dass es dieser spiegelnde Boss nicht einfach eine Abbildung von einem selbst ist, sondern dass dieser spiegelnde Boss eine wirkliche Spiegelung ist. Also im Sinne von, dass du abhängig von dem Playthrough, den du hast, beispielsweise, dass du einen, das wissen wir ja auch nicht, wie das natürlich mit Fähigkeiten und Level-Up-System und sowas in Elden Ring funktionieren würde, aber jetzt unabhängig genau, wie das dann aussehen würde, dass aber der Boss genau das kann, was man selber kann. Und dass man natürlich in einem anderen Playthrough was anderes kann, eine andere Waffe hat, eine andere Fähigkeit hat, was anderes geskillt hat, eher auf Stärke geskillt hat oder doch eher auf Magie oder irgendwas anderes oder ja, solche Sachen halt. Und dass der Boss halt wirklich einen, sozusagen eine perfekte Spiegelung von einem selbst ist und auch genau dieselben Fähigkeiten hat wie man selbst und auch mit den genau denselben Fähigkeiten angreift wie man selbst, aber die halt wirklich sich in jedem Playthrough variieren. Also, weil dein, außer du gehst natürlich den genau identischen Build, aber dass er halt wirklich den deinen eigenen Build halt annimmt. Das wäre halt für mich so eine, so ein, das wäre für mich so ein echt geiler Boss, den ich in Elden Ring sehen würde, gerne sehen würde. Also es ist wirklich ein richtig geiler Boss, eine tolle Idee. Ich habe auch mir schon ein paar Ideen dazu zusammengedichtet. Erstens, würdest du wollen, dass der Boss quasi nur an einem bestimmten Ort ist? Oder soll er auch so ein bisschen durch die Welt laufen oder mal ab und zu mal seine Position wechseln, seinen Unterschlupf, der nicht immer lange Bestand hat, weil er wieder seine Position wechselt? Sagen wir mal so, es gibt ja eigentlich für mich nie irgendwas Negatives, wenn sich irgendetwas bewegen kann oder irgendwas dynamisch mit der Welt interagiert. Also wenn der Boss sich irgendwie in der Welt bewegen könnte, wäre das für mich nie irgendwas Negatives. Sagen wir mal so. Zwar gibt auch das bestimmte Einschränkungen natürlich, aber sagen wir mal so, es wäre für mich auf jeden Fall definitiv nichts Schlechtes, wenn der Boss sich auch frei durch die Welt bewegen könnte. Okay, da habe ich auch noch eine Idee mir dazu ausgedacht, die ich ziemlich geil fände und vor allem auch im Gameplay auch eine wirklich tolle Erweiterung wäre und auch eine weitere Motivation, Elden Ring noch mehr spielen zu wollen. Ob das sich so umsetzen lässt, keine Ahnung, vielleicht zum Teil. Ich würde nicht davon ausgehen zu 100%, aber ich sage es jetzt mal. Und zwar, erstens, er kopiert dich, aber. Was ich halt toll fände, wenn du kannst ihn nur in seinem Unterschlupf entdecken, nur im Gro also nur beim großen Zufall könntest du ihn mal in der Welt selbst antreffen, weil er vielleicht eher in sich selbst zurückgezogen lebt. Aber stell dir mal vor, du findest auf einmal eine sonderbare Höhle oder einen sonderbaren Eingang, und dann gehst du halt dort rein und plötzlich an den ganzen Wänden hängen die verschiedensten Rüstungen und Waffen und komischerweise fällt dir auf, dass es identische Rüstungen und Waffen sind zu dem Equipment, was du aktuell anhast und was du in deinem Inventar wiederum hast. Du erkennst Waffen wieder, die du mal eingesammelt hattest und so weiter. Und auf einmal kommst du am Ende dieses Korridors an und dann steht dort einsam und allein mit dem Rücken zu dir gerichtet so ein Krieger. Und auf einmal startet eine Cutscene und auf einmal siehst du halt, wie er zu den verschiedensten Sachen greift in seinem Raum, und dann quasi zieht er sich so an vor deinen Augen und auf einmal dann dreht er sich so um und du stellst fest, dass er komplett dasselbe anhat wie du und dann der Kampf losgeht. Und dass du aber über diesem Wege auch neue Angriffsmuster lernen kannst, weil am Ende ist das ein Ritter, der selbst nie eine Identität hatte, aber Identitäten von anderen klaut und diese perfektioniert. Er nimmt dich als Vorlage und kopiert dich und verbessert dich. Und im Prinzip hat er dasselbe Equipment wie du, dieselben Waffen wie du, dasselbe Moveset wie du, mit weiteren Angriffen, die er aber nur mit dieser Waffe, die du anhast und die er selbst anhat, ausführen kann. Und wenn du ihn besiegst, lernst du genau die Moves, die er dir gerade im Kampf gezeigt hat, wenn du ihn besiegt hast. Und das geht mit jeder Waffe. Wenn du dementsprechend ein anderes Equipment hast, einen anderen Build, was ich ziemlich cool fände und was auch meiner Meinung nach ein richtig toller, interessanter Charakter wäre in der Lore von Elden Ring, wenn es halt so einen Ritter gäbe, der am Ende auch von einem alten Königreich abstammt, was es nicht mehr gibt, was am Ende durch Kriege zerstört wurde, untergegangen ist und er das letzte Überbleibsel davon ist. Und ja, seine eigene Motivation dadurch gefunden hat, andere zu kopieren. Oder am Ende er selbst nie wirklich eine eigene Identität hatte, weil seine Vergangenheit dafür spricht.
Jedenfalls fände ich das ziemlich, ziemlich interessant. Ich finde auch die Idee dass man dann neue Attack-Muster bekommt oder dass der Gegner einen selbst halt sozusagen perfektioniert und dass dadurch, dass man ihn besiegt, halt abhängig von der Waffe, mit der man den Gegner dann bekämpft hat, dann auch für diese Waffe neue Attack-Muster oder neue Fähigkeiten oder so dann auch danach, nach dem Bossfight dann freischaltet, finde ich definitiv eine echt gute Idee, was mir eigentlich auch vorhin noch gar nicht so in den Kopf gekommen wäre oder so. Und besonders auch, wie du das jetzt gerade ja, dargestellt hast mit der Lore auch sofort, wirkt, wenn du es so jetzt gerade so gesagt hast, gar nicht mal so abwegig, dass From Software so etwas in der Art in das Spiel einbauen würde. Also es wirkt schon, ja, es hat schon eine gewisse Identität, so die Idee gerade bekommen. Das finde ich echt nice. Aber ich würde sagen, wir sind, glaube ich, schon so recht gut durch alle Gebiete und alle Bosse und natürlich gibt es noch unendlich viele weitere Möglichkeiten und unendlich viele weitere Bosse und alles natürlich, was man sich erzählen kann. Alleine Wativideos Video dazu mit den 10 Bossen sind ja schon diese Top 10 Bosse, Fake-Lore Bosse und so. Das ist ja alleine schon, was für Ideen die Leute da hatten. Da merkt man schon, was man sich eigentlich alles zusammen ausdenken kann. Aber ich würde sagen, für diesen Podcast hier war es das erstmal. Wir haben jetzt echt eine Menge besprochen und auch jetzt beispielsweise diesen verfolgenden Boss auch echt lange besprochen und auch mehrere Themen viel, ja, vielleicht auch nur kurz angekratzt, aber halt auch teilweise echt, ja, aktiv und ja, besprochen. Und ich würde sagen, lasst doch gerne in den Kommentaren da, was euch denn an den Bossen so, welchen Boss ihr denn so am besten findet und lasst auch gerne neue Ideen da, die man sich dann auch nochmal generell, mit dem man sich auseinandersetzen könnte. Und ja, dann würde ich sagen, war es das erste Mal, erstmal das für den Podcast. Ich wünsche euch allen weiterhin einen wunderschönen guten Tag und freue mich natürlich, dass ihr dann auch beim nächsten Mal wieder beim Podcast einschaltet. Dann würde ich sagen, haut rein und ciao.